Mann, oh Mann, was war das gestern wieder für eine Veranstaltung, diese Pressekonferenz der Fed, völlig belanglose Fragen. Wann werden die Amerikaner die Herdenimmunität erreichen? Eine Frage an den Fed-Chef, man muss sich wirklich an den Kopf greifen. Und auf der anderen Seite entweder inhaltsleere Angaben von Jerome Powell, dem Fed-Chef, oder eben auch wahrscheinlich bewusst falsche Angaben, weil er eben in dieser Funktion als Fed-Chef gar nicht anders kann. Aber was passiert da eigentlich? Was ist denn die Grundstruktur dieser Blase oder einiger Blasen, die die Fed hier erzeugt hat? Das Wesen einer Blase besteht ja immer darin, dass es echte Nachfrage nach diesem Produkt, nach diesem Gut gibt. Dementsprechend steigt der Preis. Weil der Preis aber steigt, werden Leute angezogen, die sagen, wow, dem gehört die Zukunft, das ist das Ding der Zukunft, nichts anderes. Dadurch steigt der Preis noch weiter. Dadurch werden wiederum Spekulanten angezogen, die sagen, wow, das ist wirklich ein Ding, das viel weiter steigen wird, und so ist das ein sich selbst verstärkender Mechanismus, der mal ursprünglich auf eine Nachfrage basierte, aber diese Preisentwicklung hat sich dann völlig von der faktischen Nachfrage entkoppelt, und wenn dann der Höhepunkt erreicht ist dieser Blase, dann wird plötzlich bewusst, dass die Preisgestaltung, die Preisexplosion mit der eigentlichen Nachfrage gar nicht mehr viel zu tun hat, und dann macht es Bums. Und wir haben gestern in der Pressekonferenz von Jerome Powell zum Beispiel die Frage gesehen, ja, wie schaut es denn aus mit der Entwicklung am US-Immobilienmarkt, die ja extrem krass ist, noch viel krasser als hier etwa in Deutschland, und da haben wir es ja schon ein bisschen krass. Warum ist diese Entwicklung so krass? Die Preise steigen immer weiter, eben weil die Fed und andere Notenbanken die Zinsen abschaffen. Damit wird vermeintlich der Kauf eines Hauses, einer Wohnung sehr günstig, eben weil die Zinsen wegfallen, mehr oder weniger, die Finanzierungskosten immer geringer werden, und was die Finanzierungskosten weniger werden, das steigen dann die Hauspreise wiederum oder die Immobilienpreise, um da einen Ausgleich zu schaffen, und so steigen die Preise immer weiter, bis irgendwann klar ist, oh, da haben wir ein Problem. Schauen wir uns mal jetzt diese Geschichte an mit Jerome Powell gestern. Da sehen wir hier, dass Powell sagte, gefragt nach Hauspreisen, Housing prices have been moving up amid very high demand. Die sind gestiegen wegen der hohen Nachfrage. Also hier kommt das Argument der Nachfrage. Ja, die Nachfrage ist da, dementsprechend ist der Preis hier gerechtfertigt. Jetzt sagt Octavio Costa, das wundert mich ein bisschen, warum kaufen Sie dann für 40 Milliarden Dollar pro Monat Mortgage-Backed Securities, also hypothekenbesicherte Anleihen? Damit greift man ja direkt auch in den Immobilienmarkt ein, indem man eben faktisch die Finanzierungskonditionen weiter nach unten drückt, also die ganze Geschichte immer billiger macht. Das heißt, wir sehen, dass die Fed hier direkt involviert ist in eben diesen Anstieg der Hauspreise. Das ist eben nicht mehr erklärbar nur durch die Nachfrage, sondern die Preise steigen schneller als die Nachfrage, und das fällt keinem auf oder es wird nicht wahrgenommen, bis dann eben der Umschlagpunkt kommt, wo das auffällt, dass die Nachfrage gar nicht so groß ist, wie der Preisanstieg das signalisiert hat. Schauen wir uns hier mal auch in der Grafik die Ownership of Mortgage-Backed Securities, also die MBS, die in der Bilanz der Fed sind. Schauen wir uns jetzt mal hier an, Housing Activity Tracker von Goldman Sachs. Und dann sehen wir, wir hatten da Einbrüche, einmal Finanzkrise, und dann haben wir eine Erholung gehabt. Dann haben wir jetzt in 2020 eben diesen Einbruch kurzzeitig durch die Corona-Krise. Da war ja alles zu, da kauft keiner ein Haus. Und jetzt sehen wir dieses massive Spike nach oben, diesen Wahnsinns-Chart. Das ist nach meiner Auffassung kein gesunder Chart. Das ist kein normaler Chart. Dieser Move nach oben ist unnatürlich. Hier sehen wir also, dass die Manie, dieser Boom völlig eingesetzt hat, der sich dann faktisch von der tatsächlichen Nachfrage dann entkoppelt. Dann könnte man eben fragen, naja, wir haben gestern wieder mal ganz tolle Fragen gesehen, Climate Change, Herdenimmunität, wie geht's Janet Yellen? Also diese Schwachsinnsfragen, die eigentlich nichts Wirkliches auf den Punkt bringen. Warum stellt keiner eben die richtigen Fragen? Warum stellt keiner die Fragen nach eben dieser Geldpolitik? Man kann verstehen, dass eine Notenbank natürlich versucht, der Wirtschaft zu helfen. Wenn man der Wirtschaft helfen würde, würde ich sagen, okay, aber man hilft ja eben eigentlich nicht der Wirtschaft, sondern eben den Finanzmärkten und damit eben den Vermögenden, die an diesen Finanzmärkten ihre Assets haben oder eben Immobilien haben. Und das ist doch genau der Punkt. Wir haben jetzt in 2020 gesehen, dass die
Zahl der Amerikaner, die jetzt in Armut gefallen sind, das seit Sommer genauer gesagt, um 8 Millionen gestiegen ist, während das Vermögen der Reichen um einige Billionen gestiegen ist in derselben Zeit. Und Jerome Powell rühmt sich dann, dass die Fed-Politik ja auch für die Wirtschaft gut gewesen sei. Das sehen wir schlichtweg nicht, das passiert nicht. Wir haben vielmehr immer mehr dieses Auseinanderdriften zwischen eben den Vermögenden und den Nichtvermögenden, denn bei denen kommt diese Fed-Politik überhaupt nicht an, die hat mit denen überhaupt nichts zu tun. Dementsprechend hilft das auch nicht ihrer wirtschaftlichen Situation. Und was ist das Grundproblem der Fed? Die Bank of Japan hat es vorgemacht und Fred Hickey hat das hier auf den Punkt gebracht. Hier hat der Paul ja gestern gesagt, wir sind überzeugt, dass wir unsere Economic Tools, dass wir unsere Instrumente, die wir haben, so lange einsetzen, bis wir unsere wirtschaftlichen Ziele erreichen. So hat es Jerome gestern gesagt. Das Problem ist, dass sie ihre wirtschaftlichen Ziele nie erreichen würden, siehe Japan, denn Money Printing never works, denn Gelddrucken funktioniert einfach nicht. Es ist eben die Illusion, man könnte sozusagen durch Gelddrucken Wirtschaft ankurbeln, stimulieren, das passiert nicht. Die Vergangenheit zeigte, dass das nie funktioniert hat. Und so schafft man dann Blasen, zum Beispiel jetzt eben diese Immobilienblase. Hier mal ein Rückblick auf die Tulpenzwiebelblase des Jahres 34 bis 37 in Holland oder Netherlands. Und wir sehen, da gibt es eben diesen Anstieg und dann diesen steilen Untergang. Nachfrage nach Tulpenzwiebeln war da, die Preise steigen, alle sagen, wow, das ist ein begehrtes Gut, das will ich auch haben. Die Preise steigen immer weiter, kommen Spekulanten, die sagen, wow, wenn ich jetzt eine Tulpenzwiebel kaufe, dann werde ich damit Gewinn erzielen. Und eben dann kommt die Lücke zwischen Nachfrage oder wird die Lücke zwischen Nachfrage und Preise zu groß. Und wenn Sie hier gewisse Ähnlichkeiten erkennen zwischen den Tulpenzwiebeln und diesem Chart von Tesla, der übrigens von Capital.com ist, dann irren Sie sich, denn diese Blase hier bei Tesla ist noch viel krasser. Wir sehen hier, dass eigentlich die Aktie lange Zeit bis Herbst letzten Jahres so um 80 Dollar, 100 Dollar, lange Seitwärtsbewegung und plötzlich, booms, kommt dieser Move nach oben, weil man eben sagt, ja, Tesla gehört die Zukunft, die werden also komplett alles anders gestalten, denen wird praktisch ganze neue Märkte werden die dominieren etc. etc. Wir werden sehen, dass das nicht der Fall ist, aber noch glaubt eben die Religionsgemeinschaft Tesla eben an die Blase und wird durch die Preisentwicklung bestätigt. Ja, siehst du, ich habe doch gesagt, Tesla gehört die Zukunft. Der Preis steigt weiter, bis sich dann rausstellt, Tesla gehört nicht die Zukunft oder nicht alleine. Die werden vielleicht nicht untergehen, aber sie werden eben nicht diese Rolle spielen, die die Tesla-Jünger ihnen sich hier vorstellen. Und dann entsteht eben praktisch hier diese Lücke wieder zwischen Nachfrage und Realität. Preisentwicklung und diese Lücke wird dann so enden, wie letztendlich alle Dinge geendet hat, die dann spekulativ nach oben geschossen sind, von der Tulpenblase über die Mississippi Bubble, Südsee Bubble, Great Depression, Real Estate, das sind also alles diese 1920 bis 1931, Tech Bubble, Japan, Real Estate, also die japanische Immobilienblase und, man könnte diese Geschichte endlos fortsetzen. Und wir sehen, all diese Dinge sind wieder runtergekommen, sind irgendwann wieder auf den Boden der Tatsachen hart aufgeschlagen und das sollte man nicht vergessen. Und das Problem dabei ist, dass ja die Fed letztendlich und andere Notenbanken mit der Abschaffung des Zinses solche Blasen geradezu, naja, zwangsläufig schaffen, muss man sagen, denn da, wo kein Risikoparameter ist, und das ist der Zins, wie viel Risiko, wie viel Chance ist in einer Geschichte, dann habe ich natürlich, öffne ich natürlich Tür und Tor für irgendwelche spekulativen Exzesse. Genau das passiert ja derzeit. Wir sehen, wir haben zunächst mal eine Verlagerung von Assets, dann haben wir ein positives Feedback, also man sieht, wow, das, da ist die Zukunft in dieser Geschichte, dann entsteht die Euphorie, dann entsteht dieser Umschlagspunkt und dann entsteht ein gewisser Abscheu, dann will keiner mehr mit diesem Gut, ob es Tulpenzwiebeln oder was auch ist, zu tun haben mehr, wenn diese Blase geplatzt ist, sodass es dann eben dazu kommt, dass die Preise dann auf der Unterseite teilweise sogar übertreiben. Das ist der normale Mechanismus. Und wir haben jetzt auch die Situation, dass wir ja offiziell eine geringe Inflation haben
um jetzt mal von dem Thema Blase wegzukommen, wieder auf die Realwirtschaft. Eine relativ geringe Inflation, die gemessen wird in den Verbraucherpreisen, Vermögenspreise fast schon hyperinflationär. Jedenfalls sehen wir, dass auch für die Amerikaner bestimmte Bereiche sehr, sehr teuer geworden sind. Vor allem viel stärker gestiegen sind als ihre Löhne seit dem Jahr 2000. Die Löhne sind um 10,4% gestiegen. Healthcare Costs, College Education, also Ausbildung und Housing. Die Hausblase, da sehen wir Anstiege von teilweise über 50%, und das ist in einer Schieflage, das wird so nicht mehr funktionieren. Die Entwicklung, die Divergenz zwischen Preis und Nachfrage wird dann irgendwann in sich zusammenfallen. In sich zusammenfallen tun auch viele amerikanische Wirtschaftsbetriebe. Wir haben jetzt 61% der Restaurants in den USA und 35% der Small Businesses, die ihre Mieten für Dezember nicht bezahlen können. Wir haben auf der anderen Seite jetzt natürlich den Versuch, Stimulus, 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 das ist ja das, was die Aktienmärkte vorwiegend interessiert. Und jetzt hat man hier wieder einige Telefongespräche gehabt, Schumer, Mnuchin, wie sie alle heißen, Mitch McConnell, den Sie hier sehen, und alle sagen, ja, das ist eine ganz dringende Sache, wir müssen da ein Agreement erzielen, also man ist sich einig, dass man eine Einigung erzielen muss. Sehr wenig konkret, vielleicht kein so gutes Zeichen, die Zeit läuft jetzt davon, man muss einerseits den Government Shutdown verhindern, weil eben die Finanzierung wieder ausläuft, und der muss eine Omnibus-Bill erstmal schaffen, also praktisch ein gesetzliches Rahmenwerk, in das man dann diese Covid die Bill reinpacken kann. Jedenfalls sehen wir, dass das wohl zwingend nötig ist. Wir sehen jetzt, dass 24,4 Millionen Amerikaner sagen, ich habe nicht genug zu essen. Vor Thanksgiving, also noch im November, waren es 26 Millionen, also ein Anstieg von 1,4 Millionen. Und dann auch bei Kindern sagen, oder sind es 14,3 Millionen, das ist also wirklich eine dramatische Geschichte. Hängt natürlich auch zusammen mit Corona, hier sehen wir die neuesten Zahlen. Wir haben wieder vor allem einen deutlichen Anstieg der Hospitalisierungen und wieder 3.400 an oder mit Corona Verstorbene. Das wird die ganze Geschichte schwierig machen, es wird ein schwieriger Winter. Die Hoffnung ist, dass dann alles gut wird, wenn eben die Vaccine da ist. Jetzt will McCain und so weiter, sie alle wollen sich, oder Biden, sie alle wollen sich öffentlich impfen lassen. Wir sehen jetzt noch ein paar andere Charts, die als kurze Schlaglichter vielleicht noch ich Ihnen auf den Weg geben wollte. Die Commodities, also Rohstoffe, to Equities Ratio ist sehr, sehr weit unten. Spricht dafür, dass Commodities dann bald in Relation zu Aktien steigen werden. Hier sehen wir die 30-jährige US-Staatsanleihe, die sich immer mehr verengt, oder dieser Chart verengt sich immer mehr. Da gibt es einen Ausbruch nach oben oder nach unten, aber dieser Ausbruch kommt meistens, wenn sich solche Dinge so verkeilen. Und wir sehen hier nochmal als Folge der Blasenpolitik der Notenbanken, dass fast die Hälfte aller europäischen Investment-Grade-Bonds jetzt eine negative Rendite haben. Das heißt, die Unternehmen, die Investment-Grade geratet sind, die also noch einigermaßen von den Rating-Agenturen eingestuft sind, als nicht völlig hoffnungslos, sondern Investment-Grade-Profi-Investoren können da investieren. Und fast die Hälfte dieser Unternehmen kann sich verschulden und bekommt sogar noch Geld dafür. Das sagt alles, wie schräg diese Welt geworden ist, wenn man eben die entscheidenden Parameter außer Kraft setzt, wie Zins und Risiko. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderschönen Was haben wir heute? Den Donnerstag haben wir heute, gell? Also ich sage, ich wünsche einen schönen Donnerstag, ne? Also Servus und Ciao.